Moin Moin, hier ist Christian von The Maltet, ich grüße euch. Heute sind wir auf der Halbinsel Kintyre unterwegs und zwar bei der Glengyle Brennerei. Glengyle wurde 1872 gegründet, wurde dann auch zeitweise betrieben, dann wieder geschlossen. In den 50er Jahren wurde nochmal versucht, sie ja, nochmal zu betreiben, das funktionierte nicht so richtig. Und dann Ende der 90er Jahre kam es allerdings zu einem Eklat. Da wurde der Region Campbelltown, die nur noch zwei aktive Brennereien hatte, nämlich Glen Scotia und Springbank, versucht, die Whisky-Region zu klauen, weil man sagte, naja, okay, es muss immer mindestens drei aktive Brennereien geben, damit eine Whisky-Region sich auch Whisky-Region nennen darf. Und da hat die Mitchell Group schlussendlich die Glengyle Brennerei gekauft. Das war 2000. Und dort eine Wash und eine Spirit Still reingestellt und sie wieder betrieben. Und 2004 wurde das erste Destillat hergestellt. Und jetzt brennen die so, ich meine, irgendwas im fünfstelligen Bereich. Also knapp unter 100.000. Wird also nicht viel gebrannt. Aber sie bringen ganz schöne Whiskys heraus, die Kilkerran genannt werden. Ja, so viel dazu. Ich habe dazu schon einiges gesagt, weil es nicht mein erster Kilkerran ist, den ich hier verkoste. Deswegen war das so ein bisschen der Kurzabriss dazu. Und das soll es erstmal gewesen sein. Und was haben wir heute auf dem Tisch stehen? Wir haben einen Kilkerran Single Cask 15 Jahre Portwood mit 51,5% Volumen abgefüllt, ohne Färbung und ohne Kühlfiltration. Dieser Kilkerran kam ja zum Geburtstag von Kilkerran raus, beziehungsweise zum 15-jährigen Geburtstag von Kilkerran, wurde im Mai 2004 destilliert und im September 2019 gebottelt. Und durfte 10 Jahre in einem frischen Portfass liegen und dann nochmal 5 Jahre in einem Refill Ex-Bourbon-Fass. Wie gesagt, wurde mit 51,5% Volumen abgefüllt. Schauen wir mal, was er so an der Nase kann. Der Ausgabepreis von diesem Whisky, ich kann ihn nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil es den ja auch so nicht mehr gibt. Es gab nämlich nur ein Outrun von 246 Flaschen davon. War aber sehr hoch. Ich meine, ich habe irgendwelche Preise noch gesehen, irgendwelchen Shops von 240, 250 Euro. Auf dem Zweitmarkt war dann irgendwann mal für 500 Euro noch die letzten Flaschen zu sehen. Ist schon Wahnsinn, ne? Also was so eine Limitierung ausmacht. Diesbezüglich hatte ich ja mal im letzten Video auch schon etwas gesagt. Und das macht die Sache nicht besser. Aber schauen wir mal, was da so an der Nase kann. Und da kommen zuerst so richtig schöne rote Früchte an der Nase an, Erdbeeren, Himbeeren. Aber dann sowas Kräuteriges, auch sowas von Hagebuttentee. Ganz weit im Hintergrund so ein bisschen Vanille. Und als meine Frau daran vorhin gerochen hat, meinte sie, die hat sowas Leichtes, sowas Sommerartiges. Und das stimmt, aber jetzt, ich habe eben noch mal 2 Tropfen Wasser dazugegeben beim zweiten, dritten Anlauf und da hatte ich dann so ein bisschen mehr Vanille in der Nase und auch so ein bisschen ganz leichter so ein so Mango-Papaya-Tropical-Mix irgendwie. Aber der war also ganz flüchtig, war auch schnell wieder weg. Das könnte jetzt vom Ex-Bourbon-Fass kommen. Aber ich habe auch ganz viel Holz. Und wie gesagt, diese Kräuterteenote, ne? Die in rüberschwankt zu so einer Hagebuttennote. Also gehaltvoll ist der. Slange war auf euch. Jetzt habe ich wieder die roten Früchte. Am Gaumen, jetzt deutlicher Erdbeer, Himbeer, jetzt aber auch massiven Antritt, Kräutertee, Holz.
bisschen Vanille. Langer Abgang. Läuft schön wärmend die Speiseröhre runter. Wie gesagt, ich hatte da 2-3 Tropfen Wasser reingetan, um die so ein bisschen zu öffnen. Dürfte jetzt knapp unter 50% sein. Aber vorhin hat, als ich ihn einmal kurz probiert habe, die Alkoholstärke von 51,5% auch nicht gestört. Sehr gut eingebunden. Richtig, also er ist süß. Man hat so eine irre Süße. Gut, 10 Jahre frisches Portweinfass, ne? Ja, gut gemacht ist er, aber machen wir uns nichts vor. Wie gesagt, wenn das wirklich dieser Ausgabepreis war und selbst für 150 Euro, würde ich den echt eindeutig zu teuer empfinden. Da hätte ich schon auch wieder andere im Kopf, die ich dann wieder vorziehen würde. Er geht so ein bisschen in Richtung... Jetzt hat er so ein bisschen was ja, holzig, muffiges, staubiges, kommt jetzt so in der Nase an. Nach hinten hin. Dann hätte ich gesagt, er ging schon fast in Richtung Tamdu 15. Der reift aber in Oloroso-Fässern. Aber so ein bisschen die Richtung, so ein bisschen, ja, kann schon sein. Nee. Also das ist für die Fanboys von Glengyle bzw. Kilcarron, wäre das natürlich eine tolle Abfüllung gewesen, ist glaube ich auch eine tolle Sammlerflasche gewesen mit 246 Flaschen, die es gab, aber nee, ich hätte mir nicht gekauft, nicht zu dem Preis, nicht für über 200 Euro, das ist Quatsch. Ich wollte ihn mal nochmal vorstellen, weil vielleicht hat der eine oder andere noch so eine Flasche, möchte mal wissen, wie es riecht, wie es schmeckt. Und er ist wirklich gut, also der ist gut. Aber den Preis zahlt man eher für die Limitierung und die besondere Auflage. Naja, soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis die Tage, bleibt mir gewogen. Tschüss.